zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Und zwar habe ich so mal spontan eine kleine Demo organisiert. Und da müssen wir jetzt noch zwei, drei Leute hin mobilisieren. Deshalb telefoniere ich mal ganz schnell. Hallo, hier ist der Neumann. Jo, du, ich bin's. Ich habe gehört, die fahren jetzt gerade hoch ans Wasserwerk. Also, wenn du teilnehmen willst, dann ab die Luzi. Bin auch schon auf dem Weg. Jo. Gut, bis gleich. Gleich. Tschüss. Patrick Blaubeer im Apparat. Ja, Herr Blaubeer, ich bin's, der Volker Warunger. Ja, hallo Volker. Ich habe gehört, die fahren jetzt hoch ans Wasserwerk, also wenn sie Bock hätten, dann ab die Luzi. So, ich bin gerade dabei, meine Kühe zu befeuern. Ja. Und dann würden sie nachkommen. Wenn nicht, ich würde meinen Bruder mitschicken. Ja, das ging ja auch. Ich fahre jetzt gerade bei Ihnen gleich vorbei. Da hinten raus. Mhm. Dann sage ich meinem Bruder Bescheid und der soll mit dir mitfahren und dann mache ich meine Kühe fertig. Ja, der fährt ja alleine, oder? Weil Beifahrersitz funktioniert nicht. Ist kaputt gegangen. Gut, bis später dann. Ja, tschüss. Bis später. Ciao. Volker Baruna, hallo. Moin. Hi. Seid ihr? Ich bin gerade am LU vorbei und fahre jetzt hoch. Okay, ich bin jetzt gleich auch oben. Ja, versteck dich noch irgendwo, warte irgendwo, ja. Dass wir zusammen auftauchen. Ihr kommt von oben, hinten bei der Baustelle rum, fahrt ihr, ne? Nee, ich fahr durch, da parallel nach Grünstedt. Nee, Grünsdorf. Nee. Ich bin jetzt bei der Polizeiwache oben. Ja, dann wartest an der nächsten Kreuzung. Jo, okay. Machen wir so. Bis dann. Also hinten raus, da wo es dann links weggeht zum... Ja. Gut, bis gleich. Weiß wo. Jo, ciao. Alter, das lassen wir nicht auf uns sitzen. Wasser ist ein Grundbedürfnis, ja, Leute. Es darf nicht so teuer sein. Und 4000 Liter Kohle, also 4 Tonnen, für 1700 Euro, ist vollkommen in Ordnung. Im Handel zahlst du für 2,5 Kilo zahlt sich 5 Euro. Ha, da kommt er. Bin ich mal gespannt hier. Ich werde, glaube ich, gleich direkt mal die Einfahrt blockieren. Hey! Jetzt geht's. Hallo! Hallo! Guten Tag! Gut. Wir wollten mal wissen, wo das ist. Eigentlich der Wabelstapler.
Wir wollten mal wissen, wo das Wasser herkommt. Wir lösen jetzt erstmal hier die ganzen Sachen auf. Naja, Herr Richter, jetzt werden Sie doch mal nicht zum Oberpolizist und fragen erstmal, was los ist. Was ist hier los? Die wollen doch, die sind doch nur interessiert. Ist das Wasser aus Gold oder was ist hier los? Ist das Wasser aus Gold oder was ist hier los? Scheiß der Esel Kohle? Platz, wollen Sie einen Platzverweis haben? Ist das Wasser aus Gold oder warum, was ist hier los? Herr Reisex. Hi Marlon. Sie kriegen jetzt einen Platzverweis von mir. Okay. Ist das hier nicht Privatgrund von der Gemeinde? Ist das Wasser aus Gold oder was ist hier los? Ist das Wasser aus Gold oder was ist hier los? Ach, das sieht. Herr Richter, gehen Sie da mal weg, dann. Das Wasser aus Gold oder was ist hier los? Volker, mach mit! Ja, Wasser also, ist aus Gold. Du solltest dich für den nächsten Singkurs da, wie heißt es? Ist das Wasser aus Gold oder was ist hier los? Wie heißt das? Wir demonstrieren hier. Deutschland sucht den Superstar, da solltest du dich bewerben. Bei ihren Preisen an. Ist das Wasser aus Gold oder was ist hier los? Jürgen, sei mal kurz ruhig. Sie wissen schon, dass Wasser ein Grundbedürfnis ist? Wissen wir schon. Ist Kohle aber auch ein Grundbedürfnis. Dann ist Kohle aber auch eins. Nee, es ist nicht. Glaubst du eigentlich beide Antworten? Hm? Also mal ganz davon abgesehen, Herr Richter. Ja, es scheint Sie ja doch einige zu interessieren, dass Sie den Wasserpreis so anheben. Das sind 100 Euro. Nee. Sie betreiben hier Wucher. Sie verlangen nämlich das 300-fache von Ihrem Wasserpreis. Das 300-fache? Von Ihren Kosten. Das 300-fache? Also, seit wann sind Sie denn jetzt schon 300-fache? Jürgen, pst. Bist du auf der Hupe eingeschlafen, Alter? Ich möchte Ihnen das jetzt nochmal verdeutlichen, Herr Richter. Wenn hier ein Auto schnell durchfährt, hast du keinen Reifen mehr. Sei mal ruhig. Jetzt möchte ich erstmal, dass hier diese anerkannte Demo aufgelöst wird. Nö. Ist gar nichts aufgelöst, solange der Wasserpreis so hoch ist. Vor allem sagten Sie ja gerade, dass die Demo anerkannt ist. Von dem her dürfen wir sie auch durchführen. Die ist nicht anerkannt. Oder bei wem wurde die dann angemeldet? Bei mir. Beim Gemeinderat. Der steht vor Ihnen. Die Polizei aber keine Info bekommen. Die Polizei braucht ja nichts zu wissen, oder? Varuna, irgendwie, ich würde mal die Klappe von Ihrem, Seemaschine zu machen. Also nur mal so während der Fahrt, sonst kann ich die abreißen. Also, so, um das Ganze hier mal zu verdeutlichen, möchte ich hier nochmal den Wasserpreis aufschlüsseln. Und zwar bekommen Sie Kohle 4000 Liter zum Preis von 1700 Euro netto. Ja. So, aus diesen 4000 Liter Kohle machen Sie 8000 Liter Wasser. Ja. Das macht einen 1000 Liter Preis von 212,50 Euro. Und was mit dem Gewinn? Sie wollen 200, Sie schlagen 200% obendrauf. Das ist Wucher, gucken Sie mal ins Gesetz. Spritkosten. Ist das Wasser aus Gold oder was ist hier los? Herr Reisack, da sind wir auch schon bei Ihnen, bei den Spritkosten. Was sag ich denn dann demnächst beim Metzger? Ich muss meine Kühe teurer verkaufen, weil das Wasser so teuer ist. Also, am Kohlepreis kann es nicht wirklich liegen, weil der ist auf 1000 Liter gering gerechnet. Sie waren bei 500 Euro, da machen Sie schon 150% Gewinn. Und jetzt erhöhen Sie Ihren Gewinn auf 200%. Passen Sie auf, wären Sie damit einverstanden, alle in der Gemeinde, wenn wir den Wasserpreis auf 450 Euro pro 1000 Liter. Nein! Das ist immer noch kein Gold! Also ich war bei 300 Euro. Wir haben Transportkosten, haben Dieselkosten, haben Fahrzeugkosten. Ja. Was haben Sie denn für Dieselkosten? Die Tankstellen werden einmal komplett voll gemacht und die wird von der ganzen Gemeinde gezahlt. Sie müssen gar nichts zahlen, wenn Sie da unten tanken. Naja, genau. Aha. Sie kriegen sogar noch den Diesel umsonst. Den kriegen wir nicht umsonst. Der wird halt intern abgerechnet, denke ich. Also so sieht das zumindest auf den Rechnungen von denen aus. Also natürlich haben sie auch Kosten.
Sie müssen das Was halten Sie eigentlich davon, Entschuldigung, dass ich Ihnen das Wort jetzt weggreife, aber wenn der Wasserpreis erst höher wird, die Geräte sich bezahlen und dann der Wasserpreis nur noch auf Basis, also ohne die Kosten der Fahrzeuge läuft, dann wäre er erst höher, aber danach deutlich niedriger. Ja, und wie lange wollen wir das machen? Dann kaufen die sich einen neuen Traktor und sagen, oh, wir müssen den Preis oben lassen. Nö. Weil die sind eigentlich voll ausgerüstet. Die haben alles, was sie brauchen. Und die sind zwei Personen. Und die haben einen LKW und die haben auch einen Deutz mit Anhänger-Ladefläche. Also da ich wäre generell auch damit zufrieden, wenn man bei 400 Euro pro 1000 Liter. Ist natürlich die Frage an Herrn Blaubeer, ob der damit einverstanden ist und an die anderen, die Wasserbedarf haben. Großverbraucherpreise könnte man ja auch machen. Wir können halt dann nur noch die Wassertürme befüllen. Ja, das ist das. Wir werden dann keine Der Transport kostet mehr. Natürlich extra. Werden wir dann generell nicht mehr machen. Da müssen sie sich alle selber das Wasser holen. Also dann bin ich bei einem Wasserpreis von 350 Euro. Das wollte ich aber auch sagen, wenn wir das aus den Türmen rausholen müssen, dann wäre ich bei 350, ja. Herr Müller. Was mit mir? Was halten Sie von einem Wasserpreis von 350 Euro? Ich sag's mal so, also 350 Euro sind ja... Also ich persönlich würde es halt einfach so machen, dass das Wasser... dass man das auf Produktionskostenbasis vertreibt, wenn man es sich hier bei der Produktion abholt, also selbst abholen. Dann Wassertürme geringfügiger Aufschlag und halt Lieferung nach Hause würde ich einen hohen Aufschlag nehmen oder einen höheren Aufschlag. Ja. Gut, das heißt, wenn man es hier am Wasserwerk abholen würde, wären es dann bei 250. Bei den Türmen könnte man dann ja sagen, 350 und bei Lieferung 500. Je nach Verhandlung, wie weit die Entfernung ist für Sie und so. Nur halt, dass wenn man das, wenn hier befüllt wird, dass dann hier ein Mitarbeiter oder halt jemand, der das bezeugen kann, anwesend sein muss. Also ja. Jemand Autorisiertes. Ja, kann man ja klar. Telefonisch abklären. Genau. So würde ich es machen, weil so kann man das Wasser günstiger anbieten. Man hat ja dann nicht die Transportkosten vom Wasserwerk zu den Wassertürmen, weil sind wir mal ehrlich, wir sind hier im letzten Fleck. Berechnen wir mal hier die Strecke zum Hof 5. Da sind wir lang unterwegs. Das ist klar. Aber dann schreiben wir das gleich fest, würde ich sagen. Ja, dann schreiben Sie das als Gemeinderat fest. 250 Euro für Selbstabholer. Ja. Am Wasserwerk. Am Wasserwerk. 350 an den Türmen. Ja, alle dafür? Ja. Und für Nachhauselieferung meinetwegen nochmal 150 Euro Aufschlag. Dann wären sie wieder bei den 500. Das okay. ist ja ein, sag ich jetzt mal, ein Luxusgut, wenn jeder, der sich das liefern lässt. Ja. Ist das so in Ordnung für alle? Was wäre dann, wenn man sagt, 350 plus eine Pauschale für die Lieferung? Ja, das meinte ich ja mit 150 Euro Pauschale. Okay. Also egal. Ach so, nee, Moment. Entschuldigung, da habe ich Sie falsch verstanden, Herr Blaube. Führen Sie Ihre Aussage mal aus, Ihre Idee. Mein Vorschlag wäre, dass man, wenn man es geliefert bekommt, einen Wasserpreis von 350 nimmt und dann eine Pauschale für die Lieferung, je nachdem wie weit die Entfernung ist, was man dann natürlich mit dem Käufer und Verkäufer verhandelt. Ja, man kann ja dann auch einmal die Strecke davor oder halt wenn man die fährt beim ersten Mal, das wird man ja dann wahrscheinlich öfters machen, kann man ja auch zum Beispiel sowas wie Spritverbrauch und alles messen. Das ist ja dank modernster Messinstrumente möglich und da kann man ja dann so einen ungefähren Richtpreis rausfinden. Dann würde ich das doch so am liebsten festhalten wollen, dass wir dann bleiben, wenn an der Lieferung 350 plus die Lieferkosten. Ja. Ja, okay. Ja. Gut, dann würde ich sagen, war das ja doch relativ spontan und relativ zielführend. So haben Sie als Herr Richter, Sie als Wasserwerksbetreiber weniger
weniger Arbeit. Jo. Ich würde mich übrigens als Koordinator, bin ich ja von Ihnen so im Hype, also ich muss ja kontrollieren, Qualitätsproben nehmen, war bisher auch alles im supergrünen Bereich, also wir müssen sagen, zum Glück, wir haben hier das beste Wasser, was man so in ganz Deutschland haben kann. Ja, ist halt eine Naturquelle. Ja, ja, also da haben wir keine dreckige Brühe. Könnte ich, denke ich, mit dem Wasser weg auch so machen, dass es dann 3 Personen wären, die hier oben kontrollieren könnten. Okay, Sie sind ja sowieso von der Gemeinde beauftragt, hier nach dem Rechten zu sehen. Von dem her passt es ja sowieso. Genau. Gut, dann wünsche ich Ihnen allen noch einen schönen Abend. So, aber wo bleibt das Popcorn? Zu einem anderen Thema. Der Trissler hat mich auf was aufmerksam gemacht. Wem gehört hier der Glas? Welcher? Ist an dem Glas falsch? Ich glaube, das ist der von den Blaubeeren. Das ist meiner, jawohl. Herr Trissler, machen Sie doch mal. So. Sieht ziemlich schmutzig aus. Ja, das kommt ist gerade frisch vom Feld spontan. Ah, okay. Ja, es ist aber noch vertretbar. Also da habe ich schon sowas gesehen, wo hier unten alles bis das von der Straße geraspelt ist. Voll oh, das ist schlecht. Nee, vielleicht mal wieder reinigen, Herr Blaubeer. Ich kann gleich noch wieder reinigen. Wie gesagt, frisch vom Feld, mein Bruder rief mich an und er konnte nicht, deswegen bin ich spontan. Ja, kein Problem. Ja. So, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ziel erreicht. Ups. Mist. Ziel erreicht. Wir haben den Wasserpreis, der, denke ich, für alle im Moment dann sehr gut ist. 250 Euro für Selbstabholer. Kein Thema. 350, selbst wenn ich aus einem Wasserturm hole. Damit haben wir den Preis nochmal fast halbiert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Und bis nächstes Mal. Tschüss.